Willkommen zur zweiten Folge von unserem Clever Fit. Heute geht es ran, dass wir innen drin das Ganze uns auch einrichten. Ich zeige dir heute mal live, wie das aussieht bei mir, wenn ich versuche, etwas einzurichten. Sei nicht überrascht, wenn ich hin und wieder einfach nur Musik anmache, denn so ist das einfach. Man muss dann in dem Moment einfach überlegen und baut drauf los. In der letzten Folge hatten wir das Gebäude an sich draußen komplett fertig gebaut. Jetzt wollen wir mal reingehen und auch die Inneneinrichtung machen. Das machen wir heute mal ein bisschen spontan, so wie ich das eigentlich normalerweise auch bei mir dekoriere. Nur heute seid ihr mal live dabei. Live dabei, ihr seht, ich habe ja schon den Großteil vorbereitet. Die einzelnen Geräte gehen wir natürlich noch einmal an, wie man sich die baut. Aber wir kommen ja erstmal hier rein, wir starten ja hier und wir können ja nicht einfach jetzt hier loslaufen und zu den Geräten gehen. Nein, wir müssen uns theoretisch erstmal umziehen, das heißt, wir bauen uns jetzt eine Umkleidekabine, einen Empfang natürlich und natürlich auch noch, die WC-Möglichkeiten für Männlein und Weiblein, damit das natürlich alles richtig ist. So, ihr seht ja, ich habe mir hier schon was vormarkiert. Das wollte ich auch eigentlich jetzt so lassen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal meine Wandfarbe. Jetzt hatte ich hier weißen Beton genommen. Und wenn ihr das jetzt so ähnlich machen wollt wie ich, richtet euch einfach, wir gehen rein. Und gleich nach der ersten Säule auf der rechten Seite, wenn ihr reingeht, setzen wir einfach hier mal hier eine Wandreihe hin. Und zwar auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke. So, die ziehe ich mir dann einmal hier so rüber. Zack, zur Wand. Ich mache mir mal einen kleinen Durchlass hier von 2. So, jetzt ziehe ich mir die Wände einmal ein bisschen hoch. Wenn wir das haben, machen wir erstmal weiter und zwar bei den Toiletten. Und zwar einfach hier gegenüber davon, von der Säule. Ne, setzt einfach hier die nächste Reihe hin. Da setzt ihr jetzt 4 Blöcke hin. Ein Freilassen für die Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hinsetzen. Ein Freilassen für die Tür und wieder 4 Blöcke hin. So, das könnt ihr dann wieder hier einmal so zur Wand ziehen. Sollte perfekt neben der Strebe sein. Dann gucken wir einfach mal hier von der Strebe in der Mitte. Hier ziehe ich mir das einfach mal komplett nach vorne weg. Denn ich habe wieder vor, meine Toiletten spiegelverkehrt zu bauen. Haha, ja, dass es in Minecraft auch mal einen Spiegel gibt. Aber bei den Toiletten machen wir Türen hin. Macht die mal auf eine Dreierhöhe. So, innen drin, die mittlere Wand, die lassen wir natürlich erstmal so offen, wie sie ist. Warum? Haha, ja, wir wollen ja hier einen Spiegel basteln. Ne, das her machen wir mal oben zu und ja, jetzt müssten wir überlegen, wie hoch wir unsere Decke machen. Meine Decke erstmal mit Quarzstufen. Schön. So, bei den Türen, wir machen wieder die klassische Variante, Treppe hin. Und den die Tür hin. So wirkt das Ganze mal größer und passt besser zu einem Skin. Ich würde es einfach machen. Das sieht einfach schick aus. So, wunderbar. Wenn wir da jetzt reingehen, können wir natürlich jetzt hier einmal noch in der Mitte einen Spiegel uns basteln. Die Farbwahl ist natürlich ganz euch überlassen. Genau, ob ihr Scheiben nehmen wollt oder Blöcke. Tobt euch da aus, wie ihr wollt. Ich will mich da nicht mit euch streiten. So, ich nehme jetzt weißes Glas und denke noch, ich möchte noch so eine kleine Spiegelung hier mir reinmachen. So, solche Pixel in Minecraft. Ja, gut, Pixel in Minecraft sind natürlich nicht selten. Von daher geht das schon. So, die Spiegelung muss natürlich synchron hier auf der anderen Seite mit sein. So, wunderbar. Jetzt kommen wir schon zur Inneneinrichtung, wie wir das hier uns machen wollen. Wir fangen erstmal mit was Leichten an. Ich würde mal sagen Waschbecken. Ja, obwohl, so, nur hier in der Mitte. Das reicht mir auch völlig aus. Gut, dann mache ich mir noch ein paar Toilettenkabinen. Die mache ich mir gleich gegenüber hin. So, als Toiletten in Minecraft kann man natürlich viele Sachen nehmen. Entweder umgedrehte Quarztreppen oder Trichter. Die haben auch gleich einen Anschluss. Sieht man das? Warte mal. So, guck. Die haben auch perfekt gleich einen Anschluss. Das ist doch wie gemacht für eine Toilette. So, wie viele kriegen wir denn hier überhaupt hin? 3 Stück. Jetzt können wir entscheiden. Kabinentüren. Ja, wir machen es mal anders. Letzte Toilette ist hier hinten an der Wand. So. Treppen unten hin. Stufen davor. Eine Blockreihe. Stufe oben hin. Und eine Tür davor. Dann ist das auch dicht. So. Ja. Nochmal das gleiche Spiel. Wunderschöne Toiletten. Das ist ja ein Träumchen. So, jetzt können wir natürlich noch einen Spender hier anbringen. Das ist, sage ich mal, wenn wir uns die Hände gewaschen haben.
Ich gehe natürlich mal davon aus, dass ihr euch allen auch die Hände wascht, wenn ihr auf Toilette geht. Daher bastelt ihr euch hier noch einen kleinen Spender ran. Da kann man noch Papier oder sowas reinmachen. So, bevor ich mir die Blöcke natürlich wegtue, mache ich das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. Achtet da jetzt natürlich drauf, dass ihr das synchron hinterher macht, weil sonst ist dieser Spiegel sinnlos. Ich überlege gerade, was nehmen wir als Toilettendeckel. Eisenfalltüren sind zwar immer so die gängige Art, aber da müssen wir auch einen Hebel hinsetzen. Das sieht so ein bisschen altmodisch aus, ne, wenn da noch so ein Hebel oben ist, als ob das so die Klospülung ist. Muss da dran ziehen denn? So, nee, wir nehmen mal einfach Birkentüren. Die kann man dann selbstständig hoch und runter klappen. So, schickele. So, andere Seite natürlich hinterher machen. Das gehört sich ja wohl. Und dann sind die WC-Möglichkeiten schon fertig. Ich würde jetzt hier nicht so viel ins Detail gehen. Das ist, wie gesagt, jetzt hier im Fitnessstudio einfach die Toiletten. Und hier verbringt man ja nicht wirklich so viel Zeit. So, dann sind die mit erstmal erledigt. Na gut, wir könnten noch ein Schildchen drauf machen, um zu sagen, für was ist hier. So, einmal für die Damen mit Kleidchen. Und bei den Herren gibt es dann das ganz normale Strichmännchen. So. Ich höre da schon wieder einen meckern. Ja, wir malen die auch an. Habt ihr da irgendeine Wunschfarbe? Wenn nicht, mache ich die jetzt einfach in weiß. Gut, als nächstes kommen die Umkleidekabinen. Da machen wir, sage ich mal, den Durchgang auf. Eine Dreierhöhe. So. Ich verzichte hier einfach mal auf Türen. Denn was sollen wir uns hier weggucken? Dann müssen wir überlegen, wie ich überhaupt anfange. Ich glaube, ich mache hier erstmal so Bänke in der Mitte hin. Ja, dann kannst du deine Sportsachen ablegen. Und an den Seiten hier machen wir dann ganz entspannt die Kabinen. Jetzt ist so die Frage, in welcher Form machen wir das? Wenn wir jetzt Truhen oder sowas nehmen, das leckt immer ganz schön. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Schalkerkisten. Die sind ganz cool. So Fächer, die man so nach vorne aufmachen kann. Ja, bauen eben fit, Block für Block. Minecraft-Gang, und wir machen nicht Stopp. Clever fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Ich setz den Grundstein, Beton richtig tight. Fundament stabil, ich bin ready to fight. Siegel auf Siegel, ruf bis in den Sky. Du weißt, dein Gym wird so fly, so high. Tür aus Glas, das Ding glänzt wie ein Diamant. Rein in den Raum, wo die Gangs sind bekannt. Fenster so breit, Licht fällt von allen Seiten. Bau das Gym, keine Zeit zu vergeuden, wir gleiten. Leuchtendes Logo, ja, Neon im Licht. Minecraft-Bauten, keiner kommt an dich. Handelbank steht ready für den Lift. In dieser Pixelwelt bring ich den Schiff. Wir bauen diesen Film. Das war's schon hier mit der Umkleidekabine, so an sich. Ich würd's schlicht halten. So, erstmal überlegt, wie man sich hier die Schränke ein bisschen macht. Ich glaube, in diesem Style, das reicht völlig aus, wenn man sich hier seine Sachen ablegen kann. Vorne noch hier so für die Jacken. Ja, hier können wir es auch hier auf 3 machen, warum nicht? Und noch ein bisschen Grünzeug. So, jetzt muss ich hier natürlich noch die Decke einmal reinzeichnen. Das mache ich genauso wie jetzt hier, einfach mit Stufen. Jetzt kommt natürlich auch langsam die Frage, wie machen wir denn die Decke an sich überhaupt? Also ich habe mir da was schon überlegt. Ich mache erstmal hier vorne den Abschnitt einmal zu, so wie ich das jetzt hier schon habe mit den Stufen. Das erstmal so gerade, dass hier dran ist. Und dann werde ich mir das so ein bisschen einrahmen. Und zwar würde ich das Material nehmen. Jetzt gucke ich mal kurz draußen, wie wir es hier gemacht haben. Ich würde schon, sage ich mal, diese Stufen hier nehmen wollen. Diese tiefen Schieferstufen in Kombination mit den Treppen dazu. Jetzt ist immer die Frage, finden wir die auch? Ja, da sind sie schon. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, hier mache ich mal einmal noch mal so eine Wandbreite, damit es ein bisschen dicker ist. Jawohl. So, jetzt nehme ich meine Treppen und rahme das hier so ein bisschen ein. So, eine nächste Etage hier oben drauf will ich jetzt nicht unbedingt machen. Das ist mir doch ein bisschen zu eng oder zu niedrig von der Deckenhöhe. Oh, ordentlich bauen. Guck mal, das ist hier gerade mal 3. Ja gut, man könnte theoretisch hier oben auch noch was basteln. Aber ich finde immer, wenn man hüpft in Minecraft und in der 3er Höhe stoßt man sich immer den Kopf an. Das ist ein bisschen niedrig. So, wir machen uns jetzt hier einfach mal ganz einfach. Und zwar, ich auf den Treppen nochmal mir eine weitere Stufenreihe mache. Also es gibt jetzt hier mehrere Arten, wie man sich das jetzt hier verkleiden kann. Ich nehme jetzt diese Variante. Ich mache jetzt hier so einen Rahmen hin und werde mir dahinter einfach eine grüne Fläche basteln. Oh, warte mal. Ein bisschen Grünzeug. So, ein bisschen Gemüse. Muss man das hier einfach mal dran platzieren. Der Vorteil ist,
Blätter verbinden sich nicht mit Glas. Also ihr könnt das hier ruhig auch ransetzen. Das ändert von draußen nicht die Ansicht. Und dann setze ich mir oben hier einfach so eine kleine Grünfläche. So, zack. Und dann ist das damit ein bisschen deko-mäßig abgegrenzt. Passt. Guti. So, jetzt kommen wir natürlich zum Empfangbereich, dass wir den uns langsam basteln. Da nehme ich mir jetzt einfach mal ein bisschen roten Beton. So. Und hier habe ich mir noch nicht wirklich einen Gedanken gemacht, wie ich mir das mache. Muss ich selber erstmal noch kurz überlegen. Ja, bauen eben fit, Block für Block, Minecraft-Gang, und wir machen nicht Stopp. Level fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Ich setz den Grundstein, Beton richtig tight, Fundament stabil, ich bin ready to fight. Ziegel auf Ziegel, ruf bis in den Sky. Du weißt, dein Gym wird so fly, so high. Tür aus Glas, das Ding glänzt wie ein Diamant. Rein in den Raum, wo die Gangs sind bekannt. Fenster so breit, Licht fällt von allen Seiten. Bau das Gym, keine Zeit zu vergeuden, wir gleiten. Leuchtendes Logo, ja, Neon im Licht. Minecraft-Bauten, keiner kommt an dich. Handelbank steht ready für den Lift. In dieser Pixelwelt bring ich den Schiff. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft-Gang, und wir machen nicht Stock. Aber fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft-Gang, und wir machen nicht Stock. Aber fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Licht an die Decke, der Raum wird bright. Alles im Spot, Flex-Modus bereit. Spiegel an die Wand, check deinen Flex. Gains in Combing, next level komplex. Cardio-Area, Laufband rollt. Ausdauer-Trip, das ist was zählt, Bolt. Handeln aus Stein, schwer wie das Game. In Minecraft gibt's keine Limits im Frame. Geräte platziert, jeder Block sitzt. Minecraft-Gym, wo der Boss jetzt schwitzt. Die Bauten perfekt, alles just right. Dein clever Fit startet wie Neon im Night. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft-Gang, und wir machen nie Stock. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft-Gang, und wir machen nie Stock. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Oh, so. Sorry, Leute, dass ich jetzt einfach hier mal gebaut habe. Ja, so. So würde ich jetzt einfach mir meinen Eingangsbereich zu machen. Man kommt rein, man wird gleich begrüßt von dem, der am Tresen steht. Man kann sich hier hinsetzen, man kann sich gleich hier beraten lassen, einen Shake zu sich nehmen, wenn man möchte. Hier haben wir eine kleine Tafel vorne, es kann sich immer ändern. So, Shake der Woche. Haben wir jetzt hier Apfel-Mango, der ist ein bisschen im Angebot. Ansonsten muss man dann fragen, was es gibt. Dann mixt er sich dann hier die Shakes für dich zurecht und dann kannst du die mitnehmen. Oder natürlich hier deine Abos machen oder etc. Hier ist auch dann vorne gleich die Kasse. So, so viele Stühle würde ich mir auch gar nicht hier hinmachen. Also hier vorne sollte man schon frei stehen können. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Man kommt rein mit der Sporttasche und dann klärst du deine Sachen, was du möchtest. Ich würde jetzt einfach noch gerne diesen Bereich zu den Sportgeräten einmal abgrenzen, damit man hier natürlich nicht so gleich raufrennen kann. Und wenn ich sage abgrenzen, meine ich wirklich abgrenzen, dann nicht jetzt einfach Zaun. Zack, machen wir das hier vorne so ein bisschen dicht. Ja, das kann man hier ruhig so ein bisschen mit verbinden. Muss ich selber noch kurz überlegen, wie ich mir das hier abgrenze. Das ist jetzt natürlich auch wieder alles spontan so ein bisschen. Also ich würde mal so sagen. Das soll noch so angenehm sein, wenn man hier rein und raus läuft. So, dann einfach mit Zaun das einfach hier mal ein bisschen höher ziehen. Jetzt ist so die Frage, wie hoch. Bis jetzt nicht zu hoch machen. Ja, 3 ist okay. Und dann grenzen wir das oben noch einmal ab. Ja, das ist noch angenehm. Das kann man ruhig so machen. Jetzt nehmen wir natürlich noch ein paar Pflänzchen. Alle Ecken, die noch hier so ein bisschen frei sind. Dann machen wir noch was hin. Hier zum Beispiel kann man auch noch machen. So. Ein bisschen Grünzeug, um die freien Stellen hier so ein bisschen zu vertuschen. Machen wir hier auch noch was hin. Und hier würde ich mir noch einen Sitzbereich machen. Aber dann mache ich hier nochmal einmal Pflänzchen. Schade, dass sich das halt jetzt hier unten mit verbindet. Man könnte aber auch jetzt auf der Fläche einfach hier einen Blumentopf nehmen. Und am liebsten nehme ich dann hier noch die Tropenpflänzchen so. Und dann verbindet sich das nicht mehr. Tja, da muss man überlegen, was man da besser findet. Ne? Entweder so mit Stiel oder komplett hier unten den Bottich. Wir lassen mal das Ganze jetzt hier mal als Variante mal hier vorne in dem Bereich. Und dann mache ich mich hier noch ein paar Sitzgelegenheiten hin. Obwohl, gleiches Holz, das ist doof, wenn wir es nebeneinander machen, dann müssen wir was anderes nehmen. Beton richtig tight, Fundament stabil, ich bin ready to fight. Ziegel auf Ziegel, ruf bis in den Sky. Du weißt, dein Gym wird so fly, so high.
Tür aus Glas, das Ding glänzt wie ein Diamant. Rein in den Raum, wo die Gangs sind bekannt. Fenster so breit, Licht fällt von allen Seiten. Bau das Gym, keine Zeit zu vergeuden, wir gleiten. Leuchtendes Logo, ja, Neon im Licht. Minecraft bauten, keiner kommt an dich. Handelbank steht ready für den Lift. So, okay. Nochmal ein paar weitere Sitzgelegenheiten mit einem Tischchen. Ne, da kannst du dich auch hinsetzen, ein bisschen quatschen noch. So, dann haben wir das eigentlich fertig. So, dann kommen wir jetzt natürlich zu unserer Fläche, wenn wir, sag ich mal, jetzt fertig sind. Wir haben eingeschickt, dann wollen wir natürlich jetzt anfangen, Sport zu machen. Wir haben alles da, was man haben kann. So ein bisschen die Fläche, sag ich mal, die sich hier so ein bisschen gestaltet. Und wenn man sich jetzt fragt, so, auf was das hier sein soll, das sollen ja nur so Feuchtspender sein. Und dann drückst du rauf, kriegst ein bisschen Papier. Aber, naja. Wie halt das so ist im Fitnessstudio. So, dann wollen wir anfangen und fangen einfach an, würde ich sagen, mit dem Bankdrücken. Ja, Bankdrücken, ganz einfach. Man nimmt sich einfach hier ein paar Stufen. An den Seiten dann ein paar Mauern, denn darauf dann natürlich das Gewicht, was ihr denn stemmen wollt. Am schwersten sind natürlich Ambosse. Und dann macht ihr noch irgendwas dazwischen, eine Kette zum Beispiel, zum Hochdrücken und fertig ist Bankdrücken. Tja, das könnt ihr natürlich in verschiedenen Varianten machen, was ihr hochdrücken wollt. Zum Beispiel kann man auch ein paar Backöfen stemmen, wenn man will. Das ist schon eine Herausforderung. Ansonsten hier normale Hanteln, sage ich mal, ein bisschen in der größeren Form mit Eisenblöcken. Ich glaube, die muss ich nicht wirklich erklären. Zwei Eisenblöcke und dann einfach, ja, irgendwie eine Stange dazwischen. Da gibt es ja viele, das ist jetzt Endstab. Und dann habt ihr hier das Gewicht fertig. Genauso ist das die Variante, wenn ihr hier in unserem Studio Gewichte ziehen wollt, habe ich jetzt einfach einen Eisenblock mit einer Kette vorne dran gemacht. Hier ist dann der Griff und dann kannst du das hier so lang ziehen. Kannst natürlich dann auf mehrere Blöcke raufpacken, wenn du willst, um das Gewicht zu erhöhen. Wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, haben wir eine Halterung auf der anderen Seite. Das heißt, du klemmst die Kette einfach um und ziehst ihn dann wieder zurück. Wenn du dich wunderst, was das hier sein soll, das soll natürlich auch wieder einen Spiegel darstellen, damit man sich ja auch beobachten kann, dass der Rücken gerade ist und dass du deine Übung ordentlich machst. Gleiches Spiel ist auch auf der anderen Seite. Hier haben wir hauptsächlich das denn mit den Hanteln. Hier muss ich, glaube ich, auch nicht allzu viel erklären, wie man sich das baut. Ist eigentlich sehr übersichtlich. Ich habe hier ein paar Regale gemacht. Und hier sind die Hanteln, sage ich mal, so reingelegt. Die kannst du dann so rausnehmen. Die Gewichte sind dann natürlich verschieden. Weiß ich, die sind hier, sage ich mal, wie sagen wir, das sind jetzt hier so 2 Kilo, das sind 4 Kilo und dann sind das hier 6 Kilo oder was weiß ich. Ne, da kannst du ja dir überlegen, was das ist. Und dann nimmst du dir die Hanteln raus, die du brauchst und dann stellst du dich hier vorhin und machst deine Übung. Oder legst dich hier auch rauf und stemmst die dann hier so ein bisschen hin und her. Ja, so viel denn erstmal hierzu. Hier an der Seite haben wir natürlich nochmal einen Boxsack. So, kam gerade nicht drauf. Ich glaube, das ist auch relativ einfach erklärt. Ne? Blöcke an der Kette aufhängen. Mehr gehört dazu einfach nicht. Ich habe mich jetzt hier entschieden, das hier einfach beim Fenster da vorhin zu machen. Vom Platz her muss das jetzt einfach mal so sein. Ne? Kann man rausgucken, wenn man hier boxt. Warum nicht? So. Das hier ist wieder was ganz anderes. Anfang tun wir einfach mit einer Stufe. Dann nehmen wir ein paar... Ups, jetzt habe ich die gar nicht. Jetzt ein paar Mauern. Die macht ihr einfach an den Seiten. Dann machen wir mal 2 Stücken. Darauf einfach mal hier eine Treppe. So, jetzt macht ihr mal euer Gewicht da noch in der Mitte hin, was ihr stemmen wollt. Eine Kette zum Verbinden. Dann machen wir mal einen Schleifstein drauf. Ach, ich würde den mal seitlich so drauf platzieren. So, schön. Dann machen wir noch an den Seiten hier einmal ein paar Tageslichtsensoren. Darunter platziert ihr einfach Hebel. Und so, macht den Hebel auch so, dass der, sag ich mal, zur Mitte geht. Wie das hier oben, sag ich mal, geklemmt ist. Ja, das ist eigentlich egal. Und dann wäre es das schon. Hier ist das einfach, man setzt sich hier rauf. Man fässt dann die Hebel hier an, ne, auf beiden Seiten und drückt dann, sag ich mal, das Ganze nach unten und zieht dadurch das einmal hoch. Das stärkt den Rücken in Minecraft, sag ich dir. Aber wie? Aber wenn ich hier wieder so stehe, eine Eisenfalte kann man da ruhig auch nochmal drauf platzieren. Das sieht dann ein bisschen schöner aus. Na gut, kommen wir zum nächsten Gerät. Das ist dann auch wieder, man setzt sich hier hin und muss dann die Gewichte, sag ich mal, hochziehen. Das ist dann, sag ich mal, vorne mehr für die Arme gedacht. Anfang tun wir erstmal mit einer Stufe. Davor platzieren wir 3-mal Eisengitter. Darauf machen wir gleich mal ein bisschen Teppich. Dahinter an den Seiten macht ihr einfach Mauern hin. Auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4. An der Seite auch 1, 2, 3, 4. Ganz oben drauf einmal Stufen hin. Jetzt, oh, jetzt fehlt mir nochmal Gewicht. So, einmal Gewicht. Ich mache mir jetzt darunter aber 2 Ambosse hin. Darauf dann einfach mal Ketten. So, bis oben hin. Zack, die Ketten. Dann nehme ich mir Eisenfalltüren. Die platziere ich mir einmal da. So, zack. Noch einmal. So, dass wir 2-mal haben. Kann man auch ein bisschen verstärken. So, dann nehme ich hier wieder eine Kette. Die geht dann hier einmal so runter.
vielleicht auch zweimal. Und dann könnt ihr hier noch so einen Griff anbasteln, wo man dann dran ziehen kann. An dem Sitz würde ich hinten nochmal eine kleine Lehne machen, dass man hier auch gemütlich sitzt. Und dann kann man, sag ich mal, hier seine Gewichte stemmen und die hochziehen. Ja, auch ganz einfach. So, den Spender für Feuchttücher, glaube ich, muss ich nicht wirklich erklären. Sie haben jetzt auch, sag ich mal, hier die Bannermuster geändert. Die sehen ja schon so aus wie so Tücher oder Toilettenpapier. Also ideales Item, um es da einfach mal mit draufzunehmen. So, du fragst dich bestimmt, was ist das hier für eine Erfindung? Man muss sich hier in den Kessel einmal reinsetzen. Und dann hast du davor so einen Hebel. Das ist, sag ich mal, so eine Rudermaschine, dass man dann hier, sag ich mal, die Gewichte, also du stellst die dann hier vorne ein, ne? Da legst du die Gewichte dann drauf, wie viel du denn, sag ich mal, ziehen willst. Und dann würdest du dann immer die so zu dir ranziehen. So, wir fangen erstmal an. Ich würde mal sagen, erstmal mit einer Mauer. Darauf nehmen wir mal schwerer Kern. Denn das ist dir ein Block frei. Ein Kessel einmal hin. Dann einen Block freilassen. Dann nimmt ihr irgendeinen Block. Hier ist ein Nerit-Block. Da mache ich einen schweren, also einen klebrigen Kolben einmal ran. Darauf könnt ihr Teppich platzieren. Auf den vorderen Block macht ihr einen einfachen Hebel rauf, damit ihr das hier einmal auslösen könnt. Wenn ihr noch super seid, macht ihr darunter noch eine andere Farbe vom Boden hin. Ich würde jetzt irgendeinen Teppich nehmen. Auch unter dem Kolben müsst ihr das dann machen, sonst sieht man das. So, und ganz vorne machen wir noch die Gewichte ran. Da nehmen wir dann Schleifstein. Und fertig ist das. So, wir gehen weiter. So, hier können wir uns wieder, sag ich mal, Feuchttücher holen. Nicht vergessen, natürlich die Geräte damit dann sauber zu machen, bis dann der nächste ran kann. Ansonsten haben wir hier hinten noch was für die Rückenmuskulatur. Da muss man sich so ranstellen und dann legst du dich hier so rauf und dann musst du die Beine hochziehen. Und das ist wirklich einfach gebaut. Man nimmt einfach zwei Mauern, jeweils auf jeder Seite, verbindet das mit einem bunten Block. Darauf könnt ihr nochmal Stufen platzieren und nochmal, wo wir unsere Arme ablegen können, da würde ich ein paar Falltüren nehmen. Ich habe hier extra zwei davon hingemacht, damit man nicht anstehen muss, weil die Dinger sind echt beliebt im Fitnessstudio. Ansonsten, hier drüben haben wir unsere Reihe mit den Laufbändern. Und die sind wirklich einfach gebaut. Wir nehmen erstmal drei Stufen, die wir uns einmal platzieren. Dann machen wir was mit Treppen. Und zwar eine Treppe, die so umgedreht ist. Und die andere muss dann andersrum umgedreht werden. Das ist, dann wird das hier unser Griff werden, wo wir, sage ich mal, auf dem Laufband uns so festhalten können, wo wir die Geschwindigkeit einstellen können. Das soll das Ganze so ein bisschen darstellen. Und dann verstärken wir das Ganze noch mit ein paar Schildern an der Seite. Ich würde die, sag ich mal, vorne so drei machen, hinten die letzte Stufe so offen lassen. Damit, wenn man, sag ich mal, vom Laufband so runtergeht, sich hier nicht irgendwie, ja, dass man hier nicht stolpert. Na, das machen wir aber so. Und dann hast du hier dein schönes Laufband und kannst dich darauf stellen und ein bisschen laufen. Auch davon haben wir jede Menge da. Also ihr müsst hier nicht anstehen. Ihr könnt hier einfach herkommen und aufs Laufband. Und auch hier wieder haben wir einen Spiegel, damit du denn auch auf dem Laufband gucken kannst, ob du aufrecht läuft oder mit so einem Buckel. Oder du machst ein Selfie für deine Instagram-Stories. Das geht auch. So, davor haben wir unsere Fahrräder. Du kommst zwar nicht wirklich weit mit dem Fahrrad, aber Training für die Beine ist wichtig. Das Fahrrad ist ganz einfach. Wir beginnen erstmal mit einer Mauer. So, die machen wir mal auf insgesamt vier Blöcke hoch. Jetzt braucht ihr, sage ich mal, einen Barriereblock. Ab dem dritten, zack, könnt ihr den hier einmal hinsetzen. So. Darunter setzt ihr dann einfach einen Schleifstein, aber am besten so, dass er mit dem Rad, sag ich mal, gerade so nach vorne geht. So, dahinter könnt ihr einfach einen Block setzen. An dem Block macht ihr eure Pedale ran. Dahinter eine Treppe und eine Stufe rauf und fertig ist das Fahrrad. Lasst zu jedem Fahrrad so zwei Blöcke mal Platz, damit ihr auch die Pedalen euch machen könnt. Und dann könnt ihr euch hier raufsetzen und Fahrrad fahren. Ja, davon haben wir auch jede Menge. Wie gesagt, die sind natürlich auch beliebt. Und jetzt kommen wir zum Highlight in unserem Fitnessstudio, zu diesem fetten Gerät, wo man, sag ich mal, mit bis zu 8 Leuten dann trainieren kann. Ihr könnt hier auf verschiedenen Arten euch die Gewichte hochziehen oder ihr könnt euch das auch kombinieren, so auf beiden Seiten, dann zieht ihr euch die zu euch ran oder ihr macht hier auch Klimmzüge, dann könnt ihr hier oben auch euch hochziehen und Klimmzüge machen. Wie viele schafft ihr? Schreibt es doch mal rein. Oh Mann, hoffentlich kriege ich das so hin, wie ich es da eben gerade gebaut habe. Wir probieren es. Also. Wir fangen erstmal an mit, würde ich sagen, Mauern. So, die mache ich mir jetzt insgesamt auf 4 mal übereinander. So, 1, 2, 3, 4. Immer dazwischen lassen wir halt einen Block Abstand. Und die setzen wir uns erstmal so nach oben. Und einmal in der Mitte machen wir jetzt auch nochmal. So, in der Mitte, jetzt hier dazwischen, setze ich mir unten jeweils eine Stufe hin. Darauf können wir jetzt einmal, einmal die Gewichte platzieren. Bei mir sind das jetzt Ambosse. Jetzt ziehen wir ja auch wieder einmal rum. So, einmal reicht, auch wenn ihr das macht. So, darauf platziert ihr jetzt einmal Ketten. Die sollen natürlich die Gewichte so nach oben ziehen.
Darüber könnt ihr jetzt einen Schleifstein setzen. Jetzt ist so die Frage, wie macht ihr eure Schleifsteine? Also es gibt mehrere Arten. Ihr könnt die, sag ich mal, so machen. Oder ich mache mal in der Mitte hier so eine Treppe hin. Die Treppe zeigt, sag ich mal, auch in die Richtung, wo das andere Gegenstück ist. Und dann machen wir jetzt hier mal von der Treppe aus überall zur Seite nochmal Stufen hin. Und dann könnt ihr die Schleifsteine auch anders euch setzen. Und zwar so, dass die dann oben befestigt sind. Das finde ich, macht ein bisschen mehr Sinn. Und dann kann man die machen entweder so zur Seite oder so geradezu. Das ist so Geschmackssache, was man da besser findet. Ich mache es jetzt einfach mal zur Seite. Ups, ich meinte zur Seite. So. Ist jetzt so meine Technik, wie das dann so hochgezogen wird damit. Jetzt habe ich was vergessen, und zwar Eisenfalltüren. Die platzieren wir mal hier an den Seiten. So, zack, überall. Und dann nehme ich nochmal Mauern. Und verbinden wir das einfach mal zur anderen Seite. Denn hier könnte man dann machen, wenn man das nochmal gegenüber einmal baut, noch hier das einmal mit diesen Klimmzügen. Ansonsten nehme ich mir wieder Eisenfalltüren, setze mir die wieder an den Spitzen hier überall einmal hin. Nehme mir wieder meine Ketten. Und so einmal davor. Oh, jetzt muss ich sehen, jetzt habe ich hier gerade was kaputt gemacht. So, reparieren wir das einmal kurz. Können wir jetzt hier, sag ich mal, das machen, wie wir das hier hoch und runter ziehen. Ich glaube, wenn man hier auch das so ein bisschen verwinkelt lässt, also dass das ein weiter höher ist als das, hier macht das, ja, sieht das vielleicht auch nicht so verkehrt aus im Fitnessstudio. Ist das hier vielleicht anders eingestellt mit Gewichten oder so? Hm, könnte man ruhig machen. So, ansonsten mache ich mir hier mal zwei hin und dann einmal. Und nochmal hier diesen Blitzableiter als Griff. Und wenn man das, sag ich mal, nicht auf jeder Seite haben will, können wir eine kleine Abwechslung machen. Und zwar... Oh ne, warte mal, das mache ich mir mal richtig runter. So. Gleich spiele auch nochmal auf der Seite. Okay. Denn man kann auch, sage ich mal, sich unten ein paar Sitzbänke machen. Sitzbänke am besten so. Das, sag ich mal, hier vorne so eine kleine Ablagefläche ist. Dahinter dann nochmal zwei Sachen, wo man sich so draufsetzen kann. Das machen wir hier auch nochmal. Zack. Und nochmal eine Sitzfläche. Jetzt sehe ich gerade hier auf der einen Seite habe ich mir auch noch so einen kleinen Sitz gemacht. Den machen wir auch hier wieder hin. Okay, habe ich den jetzt so gebaut, wie ich das jetzt hier hatte? Ich glaube. Ja, das sieht richtig aus. Ansonsten als Deko kleine Köpfe und sowas hier von Wyvern-Skeletten. Dreht die ein bisschen um und dann habt ihr hier noch so ein paar kleine Gewichte. Wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Unser CleverFit ist jetzt völlig eingerichtet und startbereit. Das heißt, ich erwarte dich am kommenden Montag. Und dann check dich hier am besten gleich für die nächsten kommenden Jahre ein und werde aktives Mitglied hier bei uns im Fitnessstudio. Andernfalls abonniere gerne den Kanal, dann bleibst du auf dem laufenden Stand und verpasst nicht die kommenden Videos. Oder klick dich einfach durch in unten dieser einen der beiden Playlisten. Ja, dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao. Victoria durch, Gym ist am Glänzen. Du weißt jetzt Bescheid, wie wir bauten in Grenzen. Flex im Game, ja du baust auf dein Stil. Clever fit in Minecraft und das so real. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft Gang.